Pit-Diving ist für mich einfach auch ein großes Gefühl von Freiheit. Da oben bin ich erstmal ganz für mich und irgendwie auch unantastbar. Und wenn ich dann abhebe und in der Luft bin, ist das einfach auch ein Moment von Schwerelosigkeit. Ja, es fühlt sich nach Freiheit an. Ganz wichtig, weil die uns einfach hilft, dass wir nicht leichtsinnig werden und dass wir diesen Punkt der Konzentration finden können. Deswegen ist Angst tendenziell eher gut für uns. Wichtig ist, dass wir uns mental sehr gut vorbereiten und die Sprünge nochmal vor dem inneren Auge sozusagen ablaufen lassen und dass wir dann auch Atemübungen machen, dass wir einfach ganz bei uns sind, wenn wir da springen. Als ich 17 war, war ich auf Jamaika im Urlaub und dort gab es eben die Locals, die da an diesem, das nennt sich Rick's Café, von den Felsen gesprungen sind. Ne? Und Touristen können auch von dieser Plattform springen. Und dann habe ich da einen Sprung gemacht und die haben gesagt, oh, you're professional, milady, come over and dive with us. Das war vielleicht so der Einstand ins Klippenspringen. Es gibt mehr Wettkämpfe, auch auf ganz hohem Niveau. Und man hat viel mehr Möglichkeiten zu trainieren und zu springen. Und das ist gerade für uns Frauen toll und es war auch immer mein Traum, als ich angefangen habe, dass es irgendwann auch mal richtige Wettkämpfe geben würde.